Er lädt. Ja. Er lädt immer noch. Korrekt. Und er lädt. Alles, was er tut, ist laden. Ja. Ja, ihr könnt euch ja hier galaktischer Beobachter ist bereit, die unkartografierten Weiten der Galaxie zu erkunden. Doch in den kalten Tiefen des Alls erwartet die Crew nicht nur eine wissenschaftliche Entdeckung. Das Ding aus anderen Welten. Fun Fact. Der Content Finder, der Inhaltsfinder im Englischen, zeigt mir Deep Space Exploration, wenn ich allerdings hier reingehe, im Intro, bekomme ich dann gezeigt, wo bin ich hin? bekomme ich dann angezeigt Terra in Deep Space. Okay. Das ist ein kleiner Fun Fact am Rande. Also, wir sind Forscher. Also wir sind an Bord an einem Forschungsschiff. Und was macht man auf einem Forschungsschiff? Forschen? Richtig, wir bekleiden eine Crew, die den Weltraum an einem bestimmten Sachen. Punkt kannst du mir beweisen, was in dir. Ja, dann hopp. Dann sprechen wir mal da Leute an und sehen, was passiert. Es wird interessant. Ich habe keine Ahnung, wie der ist. Ich rede gerade mit den Leuten. Ja, ja. Natürlich. Er sieht Leute, ich nicht. Du bist aber schon auf dem Schiff, ne? Ich bin auf dem Schiff, ja, ja. Hier ist eine Luftschleuse. Ach, da kann man durchgehen. Ja, man kann durch die Luftschleuse gehen. Stell dir vor. Fassbar sah aus wie eine Wand. Für mich. Ja, dann reden wir mit den Leuten. Aber ich muss nicht mit denen reden. Das habe ich schon erledigt. Ach so. Deswegen wird mir auch nichts angezeigt. Oh, schon wieder eine Luftschleuse. Ah, da bist du ja. Du darfst aber mit dem Captain sprechen. Ah. Etwas Hallo. Stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ja, wenn ich als Captain nur 16.000 Leben hätte, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Genau. Der erste Mart hat nicht mehr eine Nase. Oh. Oh mein Gott. Exzellenz. Oh mein Gott. Oje, oje, oje. Das sieht aber übel aus. Also wenn ich mal wieder was sehe... Wir sind jetzt Gefangene der Ekrians. Nein, warum? So, pass mal auf. Wir sind ja gar keine guten Gefangene, ne? Versuchen wir aufzubrechen. Wir provozieren mal den Wächter. Den Stahlflossen, Xeno, irgendwas? Ja, den Steelfang Xenoth, ja. Mhm. Provozier den mal ein bisschen mit Steuerung F1 und F2. Du siehst hier verschiedene Käfige, ne? Ja. Oben drüber siehst du da die Konsolen, ganz oben. Ja. Dort stehen die Codes drauf, die Gefangenen verwalten. Verstehe, warum hat er sich jetzt... Nein, mein Freund Sirius, du darfst hier nichts tun, komm her, du! Komm her! Such dir jemanden aus in deiner Größe. Achso, ihr seid ja gleich groß. Er ist sogar noch ein ganz kleines Größer. Willst du den platt machen? Nee, will ich nicht. Ich fühle mich hier ganz wohl. Ich hole mir jetzt was zu lesen und dann komme ich gleich wieder. Brügelin, los! Dein Job! Lass schon mal die Leute frei. Genau. Mein Job, alles klar. Warum habe ich das Gefühl, dass das nicht stimmt? Ich könnte meine Bots mal rausholen. Das könnte helfen. Jo. Bam, 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 bam. Misch dich bloß nicht ein. Ich hab mir den schon warm geblutet hier. Ja, ist okay. Tschüss. Alle leben. Alle sind raus. Ich hab eine Fleischwunde.
Die Counter. Das ist schlimm, ist nur Zahnfleisch. Guck mal, hier sind die ursprünglichen Codes. Ja. Ach, die stehen hier im Buch. Ja, die stehen da im Buch. Oh, sehr gut. Das Laser-Crit starten. Das mach mal auf. Also wir sind immer noch auf dem Fremdraumschiff, ja? Ja. Wir müssen den jetzt aufs Maul geben, sabotieren. Die üblichen Sachen halt. Ja, das, was wir halt im richtigen Leben auch immer machen, ne? Natürlich. Ich hab keinen Bock als genetisches Experiment zu. Ach komm, das ist das, was dir erzählt worden ist. Die machen bestimmt gar nichts. Die sind ganz friedlich. Du wirst es gleich sehen. Boom. Triple Kill. Super Kill. Ultra Kill. Godlike. Kleiner Trick hier. Nicht in die roten Flächen gehen. Verteidigungslaser anziehen. Oh, das macht Spaß. Komm her. Bam. Was, geh hinter das Grid. Ja, ja. Bin ja schon unterwegs. Da läuft dann direkt rein. Ja. Oder dein Bot tankt. Echt? Soll ich mal defensiv stellen, ne? Ja. Oh. Du hast dann noch einen kleinen Freund mitgebracht. Was? Was für ein kleiner Freund, bitte? Ja, da, diese Needle-Fan. Ich geh mal hier weg. Oh, shit. Da sind ja zwei Stück. Warum sagst du nichts? Was soll ich denn sagen? Ja, dass da zwei Stück sind. Da muss ich ja klappen, meine. Das sind zwei Stück. Also der da hat keine halben Sachen gemacht. Nee. Ah, übrigens, die haben unseren Roboter kaputt gemacht. Was? Immer wieder zusammensetzt. Wie geht denn sowas? Den Chefingenieur haben sie auseinandergebaut. Zum Glück kennst du dich hier aus. Also ich muss ehrlich sagen, wo ich da zum ersten Mal drin war, ich habe über eine Stunde dran gesessen. Alleine oder wie? Alleine. Du hast das hier alleine gemacht? Ja. Gut, muss man ja nicht unbedingt. Reicht ja schon, wenn man im richtigen Leben keine Freunde hat. Ich keine Ahnung, wie man Esper spielt. Ja, das ist ärgerlich. Aber ich weiß, es doch schon hart genug, wenn man alleine geht. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch ein Klicker. Ja, du weißt, wie das ist. Lernen durch Schmerzen. Ja. Ein Klicker, echt? War mal ein Klicker. Bin ich schon ewig nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Kann ich auch nicht verstehen, warum Leute immer noch die Sache mit der Maus drücken. Das ist ja eklig. Also, es gibt einen bei Bloodpact. Ein Esper. Der heißt Kokochu. Der ist ein Klicker. Na gut, man kann schon gut sein, ne? Aber das ist, es kostet halt wichtige Zeit, immer die Maus hinzuführen. Das, und das kann dir das Leben kosten. Es ist halt gerade auch im PvP so eine Sache. Man ärgert sich immer, dass man gut ist, aber der andere ist irgendwie immer ein bisschen schneller. Das liegt einfach daran, dass derjenige das mit der Maus spielt. Was hast du für eine Maus? Ich habe eine ganz normale. Also du drückst es nicht mit der Maus, hast keine MMO-Maus, du drückst mit der Tastatur. Ja, ich habe zwei Abilities auf dem Mausslot liegen, noch zusätzlich, und dann halt ganz normal Rechtsklick, Linksklick. Das sind die ersten zwei Abilities, wo ich drauf habe, alles andere ist bei der Tastatur. Ja. Es geht halt auch viel, viel flüssiger gerade halt auch im Raid. Okay, ich bin gleich tot, schön. Kann man machen. Ich bin gerade dabei, also ich mache was. La. Einer tot, der andere kommt auch noch. Ja, das ist ein anderer Boss, ne? Ja, ich laufe hier mal ein bisschen rum, dann sieht's so aus, als würde ich was tun. Das ist wohl das, was die organischen eine. Oh Gott, ich will nicht sterben. I'm too young to die. Das habe ich in den letzten 5 Folgen auch gesagt. Weißt du, was passiert ist? Ich lebe. Das ist nicht passiert. Pass auf. Oh, Mann. Lass dich mal zusammenflicken von der lieben Macher. Mach mal. Hallo,
Kaufe. Ja, da kannst du mal reiben. Da ist es angenehm. Schön, schön. Ja, aber das würde ich gegenüber ihr nicht dingsen im Roleplay, weil sie hat eine nicht schöne Geschichte. Aha. So, dann manipulier mal. Oh, ich bin aufgestiegen. Übrigens. Jo, bitte. Das ist gut. Warum? Ich wollte nicht. So, dann müssen wir noch weiter den Antrieb manipulieren. Das war noch nicht der Hauptboss? Nee. Autsch. Captain Ruffin kommt noch. Da hinten ist eine IKEA-Dingsbums-Werkbank, die klicke ich noch an. Ja, dann setzt meinen Roboter zusammen. Wunderbar. Dann komm mal mit. Der läuft direkt in diese Strahlen hier rein. Wie Strahlen noch? Ich dachte echt, der geht nochmal drauf jetzt. Der Defense-Grid tut weh. Kann da durch. Super. Bin ich. Das würde uns wehtun. Das ist ja voll immer, ey. Hol mal KD3 doch mal weg. Tadam, so. Ich habe immer noch so eine Erfahrungsflasche. Obwohl ich eine Woche nicht gespielt habe. Die läuft nicht aus. Also, die läuft nicht aus, wenn du ausloggst. Ja, schön. Die vollen 3 Stunden kannst du ausnutzen im Spiel. Sehr praktisch. Bei den anderen Spielen, da läuft ja der Erfahrungsbooster rein. Ja, nicht bei allen Spielen. Das gibt es auch in anderen Spielen, dass das nicht ausläuft. Aber es gibt bei einigen. Oh, den hat sie ja hingelegt hier. Ja, bei mir sieht es momentan so aus, auf dem Interface, dass auf Maustaste 4 und 5, sprich neben an diesen Schenkeltasten, meine Interrupts liegen. Ja. Dass ich schnell zugreifen kann. Bei mir würde das überhaupt nichts bringen, weil ich mit WASD laufe. Ja, ich laufe auch mit WASD. Aber ich kann tatsächlich nicht meinen Finger woanders hinstecken, außer, das klingt komisch, zum Looten halt, das F drücke ich noch. Aber ansonsten mache ich wirklich alles mit der Maus, weil ich diese Logitech habe. Also wenn du die Raids läufst, lernst du das mit der Zeit. Ich hatte am Anfang auch Probleme, wo es liegt. Nö, brauche ich ja nicht lernen. Ich habe ja eine Maus mit Daumentasten. Ich habe 12 Daumentasten und die habe ich mir alle belegt. Ach, du hast eine Nager. Nee, ich habe eine Logitech 600. Ja, das ist eine Nager. Nein, das ist keine Nager. Die Nager sieht anders aus. Ja, aber ich assoziiere es immer mit Nager. Ja, wie man es nimmt. Also man könnte jetzt sagen, die Nager war zuerst da. Aber die Logitech ist doch ein bisschen anders. Die liegt ein bisschen voller in der Hand, sag ich mal. Ja, klar. Weil es ist nämlich, wobei ich jetzt Ammen passt. Bei den Raids ist es nämlich so, du musst nämlich ab und zu mal spezielle Fähigkeiten haben. Wie zum Beispiel, wir haben momentan einen Fight in Redmond Terror. Da muss ich Steuerung F1 machen in der 2 in der Midphase. Mal anders da, ja, haben wir nämlich ein Problem. Ja, aber das kann man sich ja belegen. Du kannst ja verschiedene Layouts auch drauflegen. Ja. Auf die Maus. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich lange Finger habe, da kann ich nämlich die Steuerung sagen machen. Lässt du ihn frei? Ja. Gut. Ja, ich habe sogar 2 von diesen Logitech-Mäusen, eine Ersatz hier im Regal liegen, wenn die andere kaputt geht. So, ja. Wieder ein Zwischenboss. Iron Tide Venom Snake. Los ja, dann geht's. Hopp. Der hält was aus. Kommt einer dazu, war ich das? Ich nehme den mal. Und noch ein Freund, holy shit. Sag ja, kommt was dazu. Netter Interrupt. Das war der Bot, ich habe nichts gemacht. Du hast ja schon ihm den Fell gegeben.
Ja, das ist schon eine coole Idee, da. Also der Tipp war schon sinnvoll, den Bot reinzunehmen. Ich wusste das gar nicht. Double Kill. Du das freilassen. Vor allem ist der ja viel schneller wieder da, ne? Der Interrupt von dem Bot. Ich war erfolgreich. Ha, ha, ha. Gut, wer das nicht versteht, die Taste liegt auf R, um das zu drücken. Jetzt lassen wir das doch. Yay, der Typ ohne Nase. Was hier Zeug droppt. Wow. Nur kein Platin, das ärgert mich ein bisschen. Platin wäre mal super. Was hast du gedrückt? R. Warum? Aber nicht in der richtigen Sequenz. Was? Doch. Der Körper bleibt normalerweise liegen. Nein, warum? Bestimmt Spielfehler. Ich mache keine Fehler. Double Kill. Bitte mal da bitte die Mobs. Was soll ich mit denen machen? Einfach ziehen und killen. Okay. Also wenn mich jemand fragt, Sirius hat gesagt, ich soll das machen. Ich weiß nicht. Ich weiß von nichts, ich bin nur die ausführende rohe Gewalt. Ja, die ausführende Hand. Mhm. So, unsere Crew ist frei. Und jetzt gibt's auch die Mütze von Lord Fenn. Wir töten den jetzt. Aus Maul, aber kräftig, Mann. Ja, was? Alter. Weißt du, der hat ja uns voll unterbrochen beim Forschen. Das gibt er jetzt mal, weil er uns sagt. Pass mal auf, bevor du hier sächsisch redest, ja, da kommst du nochmal zu mir und dann machen wir nochmal einen Sächsisch-Sprachkurs. Klar. Da lernst du so Wörter wie kein Erbarmen, vollständig vernichten, einwandfrei töten. Blüten zurücklassen. So Sachen halt. Erstochen, ermöcheln, vergiftet. So. Da gibt es so schöne Wörter. Filetieren. Aus dem hier mache ich Sushi. Hey, Frau Bipsch, wer bist du denn? Wer hat dich denn freigelassen? Ich will sehen, wie seine Mutter aussieht. Hast du den gerade rübergezogen? Yep. Krabbel. Hallo, was aber sonst? Warrior, das ist ein Interrupt. So, keiner gestorben. Das wurde Sushi. Eifer Bipsch. Jetzt wird mal ordentlich unterbrochen hier. Oh, der ist schon tot. Schade. Ich wollte noch mal unterbrechen. Die Leiche. Ja, klar. Beruhige nur auf die Leiche. Danke beim dir. Sterben. Vorm Sterben noch mal unterbrechen. Hier wird nicht gestorben. Ja, vorm Sterben noch mal richtig schön in die Eier. Er wurde tot unterbrochen. Der Admiral wird von diesem Erfolg unterrichtet werden. Ehrlich? Wo warst du denn in der Schule? In Harvard? Der sieht gar nicht so aus, als könnte er so reden, ne? Jupp. So, da ist der Boss mit dabei. Ach, das ist der Boss? Spaß. Ja, Boss dann. Kann ein bisschen was, hat allerdings nicht so viel Leben wie zum Beispiel Iron Tide. Der kriegt mal auf die Mütze. Und dann war's das. Mach doch nochmal die Fähigkeit. Komm, komm. Na komm, mach. Komm, mach. Mach schon. Ha! Erwischt. Sehr schön. Ja. Komm, mach's nochmal. Ha! Bevor du stirbst, wirst du noch unterbrochen.
sinnlose Unterbrechung. Oder soll ich? Mach du nur, mach nur. Ich habe kein gutes Händchen für so Technik. Selbstzerstörung wurde aktiviert. Wie jetzt? Angenommen. Ich gehe dann mal. Oh mein Gott. Hau da ab. Zerstörig. Jetzt siehst du auch, warum wir die Leute freigelassen haben. Viel Spaß beim Kurzfilm! Yay, Selbstzerstörung! Schafe? Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das! Mäh! So, ja, das war's schon. Nee, wir müssen unser Schiff noch zusammenflicken. Oh Gottchen. Schnapp dir eine Drohne! Vorsicht, die Steuerung hier ist ein bisschen kriminell. Was zum Geier? Ja. Aber das ist draußen irgendwie, das... Nee, das Schiff hat einfach nur ein paar Schusslöcher. Okay. Du kannst die Drohne unter anderem auch reparieren in einer Frühstation. Oh, ich bin so dumm. Ich drücke immer das, was man drücken kann, und das ist verlassen. Ja, ich stell dich ein so, für diese Slogan da. Diese. Es ist so, du siehst hier Konsolen, die blinken. Die musst du anklicken, dann kannst du deine erste Fähigkeit benutzen. Wenn du so Teile siehst, am Boden, wenn du die anklickst, in der Nähe bist, dann kannst du die zweite Fähigkeit benutzen, also die selbst. Verstehe. Also reparieren. Ja. So, dann repariere ich das mal. Die Drohne bleibt dann ganz kurz stehen. Ja, habe ich gemerkt. Sei vorsichtig, hier sind überall Trümmer, Teile, Fässer, Leichen, ja halt, ne? Ja, ich weiß nicht genau, wo du bist, aber ich bin, glaube ich, immer noch im ersten Raum. Ja, komm mal raus. Warte, ich sagt sich so entgegen. Einfach. Ich fliege dir mal entgegen. Du musst zu der Luftschleuse fliegen. Ja, das sagst du immer. Hörst du mal so? Vorsicht mit Leichen, da sind einige überall. Ach da, guck mal. Ja, ich seh dich. Hey, du siehst ja endlich mal gut aus. Aber du hier. Was? Du sprühst Funken. Ja, ich weiß, ich seh's. Guck mal, hier kannst du nichts zu sagen. Mach dich mal nochmal schick hier. Das hat nichts zu sagen. Die Ingenieurscrew fragt schon irgendwie, ob du auf den Schrottplatz kommst. Okay, der war mies. Aber das hier ist doch ein bisschen länger, ne, als die andere Expedition. Ja, hab ich doch gesagt. Siehst du die pulsierenden Konsolen? Ich sehe hier ein Lebenserhaltungssystem, da gehe ich jetzt mal dran. Ja, genau, das sollst du reparieren. So, es sind noch 2 Stück zu reparieren. Irgendwo sind die. Ja, die sind oben. Ich muss hochfliegen. Die sind neben einem Seitenschott. Ich sehe hier nichts. Ich sehe sie. Mach dir da keine Sorgen. Okay, es ist repariert. Oh ja, sehr schön. Dann machen wir unten die Luftschleuse auf. Ah, siehst du? Achtung! Oh mein Gott, hier ist alles schief. Niederwurf? Was? Ja, es muss erstmal nochmal stabilisiert werden. Die Sau legt sich erstmal auf den Rücken. Vorsicht, du bist ein bisschen verwirrt am Anfang. Gar nicht. Nicht bewegen. Ah, gut, ich weiß, was jetzt du meinst. Jetzt nochmal laufen. Aber übrigens, guck mal, unser Testsubjekt ist im Freien. Hier kannst du einfrieren. Wenn bin du dran. Aus dem Eis rauskommt. Erstmal muss ich mich selbst befreien. Ja, also du gehst hin, wählst so ein Vieh an und drückst T. So frierst du unsere Testsubjekte. Abwarten wieder. Und T drücken. So, eingefroren. Sehr gut. Oh. Dann gehen wir noch mehr einfrieren. Wir haben da noch ein bisschen was zu holen. Ich muss mich erstmal selbst ausfrieren.
muss ich erstmal auftauen, heißt es, glaube ich. Auftauen, genau, ja, genau. Edge. Du musst aus deiner Kryostase ausbrechen. Ja, nenn mich Han Solo. Nee, du hast nicht aus dem Port. Tut mir leid. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Guck mal, da ist noch eins. Bin dran. Bup. Jupp. Jetzt haben wir so, guck mal, da müssen wir hoch. Ja. Bin runtergefahren. Boah. Wirklich. Ich war ja schon fast oben. Bist eingefroren worden, ne? Gar nicht. Ich bin runtergefallen. Jetzt bin ich eingefroren. Ich nehme mal das gesamte Spielerlebnis mit. Sehr schön. Ja, hervorragend. Hallo, schwurförmiger Eiswürfel. Ich nehme dich da mal mit in den Drink. Eisschwürfel, bitte. Was? Du bist ein Cupid? Problem damit? Du musst aufpassen, dass du bei mir nicht in der Pfanne landest. Ach, so ist das. Gut zu wissen. Was bin ich immer noch? Nö. Vorsicht. So. Also irgendwie gefällt es mir nicht so auf den Kopf. So, Motorventile sollen aktivieren, steht da. Wäre hier jetzt noch ein Laser-Defense. Jetzt verrat doch nicht alles. Ich will einen Veteran ja selber mal irgendwann spielen. Dann kommen wir mal hier hoch. Wollte schon immer mal ein dicker Fußballer sein. Riptide, die Stonzer. Der sieht böse aus. Ja, das ist ein Boss. Ach ja, übrigens. Hier drin wird's heiß. Da werde ich ja auch eingefroren bleiben können. Na, der hält ein bisschen was aus. Naja. Aber, hier ist wohl hervorragend. So, jetzt darf nur einiges zu früher gehen. Viel Spaß damit. Ich mach diese, ich mach die andere Seite. Toll. Also, das Öl ist versiegt. Ja, ja. Also für diejenigen, die das Gefühl haben, dass hier zwischendrin immer ein Hund bellt, ja, da bellt immer ein Hund. Weil hier ist das so. Zum Glück wird keiner abgestochen gerade. Also, nicht. Hund nicht, wusch, aber... Wusch. Ab da rein. Mach wo rein? Zu. Geh da hoch. Das sind Sachen zum Zumachen. Ja. Wenn du das sagst. Ja. Ah, da. Ja. Ich bin gleich tot. Ich habe die anderen Fans übrigens zugemacht. Ja, schön. Wo ist denn R dann auf meiner Tastatur? Ach, da. Deswegen habe ich Tablet. Sehr gut. Fein, fein. Jetzt muss ich da rüber. Ja. Das sind noch so zwei Stück, wo du zumachen darfst. Sehr gut. Ja, das kann ich. Zumachen geht super. So. Das war's? Wir sind immer noch irgendwie auf dem Rücken. Komm mal her. Bist du bitte ein Gentleman und machst das? Hab ich, ja. Oh, schön. Das sieht nicht gut aus. Wir legen sie mal auf dem Rücken. Yay! Neue Errungenschaft. Oh, das war's. Sehr gut. Mit. Sieht so leer aus, ne? Ja, irgendwie schon. Geh du mal vor. Überraschung! Oh! Nett! Boah, schon wieder aufgestiegen! Das gibt's doch nicht! Die anderen auch noch was übrig, Süßer! Ich will einfach. Ah, da ist sogar Loot für mich dabei. Nice. Wow. Okay, das ist ordentlich.
das war's dann wohl. Wir müssen ja irgendwie nochmal runterkommen. Ja, schon klar. Super. Boah, das Let's Play ist bald vorbei, Leute, ganz ehrlich. 37 schon, jetzt kommt noch der Dungeon, der saugt nochmal ordentlich. Dann bin ich 40 wahrscheinlich. Und dann kommt der nächste Dungeon. Ich hab's gesehen. Abenteuer ist auch noch eins offen, Belagerung der Sturmzuflucht. Das machen wir alles irgendwann demnächst. Und dann kommt mit 40 ja noch eine Instanz. Naja, also lang kann es nicht mehr dauern. Wir sind durch, ne? Wir müssen noch runter. Na klar, und dann machen wir noch Verabschiedung. So, dann viel Spaß. Wupp. Und Film. Obwohl die heimtückischen Iktianer die Mannschaft der galaktischer Beobachter gefangen genommen haben, hast du sie vor den unsäglichen Experimenten der Aliens bewahrt. Die unerschütterlichen Forscher haben den Schrecken des noch Unerforschten überlebt. Dieses Mal zumindest. Yay! Super! Ja, zwei Level, was soll ich sagen? Ja. Vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt auch ganz flott, weil die Folge schon ewig lang. Schäm ich. Also, für alle, die dran geblieben sind und die heute geguckt haben, vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen wäre toll. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann hinterlasst ein Abonnement oder empfehlt mich euren Freunden oder beides. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir mehr Zuschauer kriegen. Noch mehr Zuschauer. Dir auch vielen Dank, Sirius, fürs Mitgehen. Und das nächste Mal sehen wir uns dann im Dungeon. Hast du was zu sagen? Hat wie immer mir gefallen und ich bin gespannt, wie es Galkano wird. Ja. Wir werden sehen. Ja, bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.